Seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Alakazam. Ich bin Ryo Kami und ich habe wieder ein paar Gäste für ein paar Hausaufgaben hierher gebracht. Da haben wir einmal den Danny. Schönen guten Tag, ich bin der Danny. Dann einmal Diamond Rose. Moin Moin. Bei Dragon Knight Bite. Hallo. Wir haben Moji Lynx. Hallöchen. Dann haben wir einmal Nightmarine. Ich bin der Nerd und ich bin auch wieder dabei. Yep. Und da haben wir Too Late Mate. Hallo! Hallo! So, in unserer heutigen Runde geht es um Formen und dementsprechend um außergewöhnliche Formen. Wir haben einmal Kreise, wir haben Trapez, wir haben ein, sozusagen N-Gon, also ein N-Eck, wenn man so möchte, ein mehr als fünf Seiten Würfel, wenn man so möchte. Und wir haben ein Dreieck. Und das war unsere, quasi Hauptbestandteil unserer Kompositionen gewesen. Das heißt, wir haben entweder in unserem Bild einen Kreis, ein Trapez, ein N-Eck oder dementsprechend ein Dreieck drin und durften damit halt arbeiten. Es ist entweder ein Rahmen gewesen, entweder ein Loch oder eine ganz, ganz andere Form, je nachdem. Und insofern würde ich dann einfach mal sagen, Danny, du hast ja im Grunde genommen die letzten Male relativ spät sozusagen immer angefangen gehabt. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal heute den Vortritt bei dir. Und du bist heute zu einem allerersten Mal dran. Yay! Danny Noises! Das sind viele. So, dann gucken wir mal. Also, los geht's! Ja, leider ist meine erste Datei verschwunden, leider Gottes, weil eigentlich war ja meine Idee, dass ich einen Achtergrund nehme. Nur, ja, wie gesagt, irgendwie hat sich OBS so gedacht, ne, du hast auf Aufnahmen gedrückt, habe ich jetzt keinen Bock zu, habe dann schon alles bearbeitet gehabt und so und dann habe ich gesagt, okay, muss ich jetzt schnell improvisieren. Also, ja, bin ich halt auf ein paar weniger Ecken gegangen, weil mir dann spontan noch eine Idee gekommen war. Und ja, ich habe mir gedacht, okay, was ist, wenn ich daraus so gesehen einen kleinen Raum mache? So gesehen einfach nur so wie eine Art, wie kann ich das am besten sagen, Lofi-Bild? So wirklich so, was so ein bisschen in Lofi-Richtung geht? Ich weiß es nicht genau, wie ich das am besten beschreiben soll. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ich habe Ideen, die ich jetzt umsetze. Zum Beispiel halt, dass ich den ganz geraden Strich als Boden nehme und ich mache oben so ein etwa wie eine ganz große Lampe oder sowas hin. Das sieht man halt gleich später. Mehr gesagt, sehe ich gerade pixelfrei. I'm sorry, Ryo. Alles gut, ich sehe es bei mir auf jeden Fall noch in der Aufnahme. Du kannst noch weiterreden. Ja, genau, da habe ich auch mal versucht, erstmal so mit verschiedenen neuen Elementen, also ein bisschen so vielleicht mal neue Effekte auszuprobieren und sowas. Da habe ich jeden endlichen Effekt ausprobiert, bis ich halt vielleicht mal was Neues hatte. Und ich muss ehrlich sagen, so, dass die Lichter jetzt halt nicht nur so normalen Schein haben, sondern auch so ein paar mehrere Striche, so dass es aussieht, als ob es irgendwie geschmolzenes Glas ist, was zusammengeschmoren ist oder sowas zu machen. Und ja, dann habe ich immer so mehr an Elemente gedacht und sowas, so was ich noch hinzufügen kann. Und ja, da war ich immer so, okay, es soll ein Raum sein. Es ist halt nur eine Wand hier zu gesehen. Was kann ich jetzt alles hinzufügen? Ja, neben meiner Sonne natürlich. Ich habe, glaube ich, ein Regal, habe mehrere Poster hingemacht. Wiederum habe ich die Poster tatsächlich gedownloadet, zum Beispiel halt von Filmen oder Serien, das sieht man gleich auch am Ende. Und habe so gesagt, okay, ja, let's go einfach mal. Und ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass die Idee relativ gut rauskommt, gerade jetzt, wo ich halt das Update mit der Sona habe und sowas, aber ich bin mehr als nur zufrieden bisher. Auch wenn ich beim Schattieren sehr hart gestruggelt habe und ich dann irgendwo gesagt habe, nee, ich lasse es jetzt einfach so, sonst mache ich es nur noch schlimmer. Aber ja, hab dann so gesagt, okay, irgendwie Template noch mit einbauen, so als ob ich da gerade irgendwie sitze und zeichne oder so, keine Ahnung. Und ja, dann bekam schon das Bild so langsam mehr und mehr Form an und ja. Jetzt haben wir jetzt schon wieder Elemente, was zu sagen. Hui. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Also ich mag auch diesen Lo-Fi-Vibe, das ist ja so ein entspannter, cooler Vibe sozusagen, dass man halt
ja, quasi eine richtig schöne harmonische Gegend einfach hatten, dass man da gechillt einfach abhängen kann. Ja, das war auch so der Hintergrundgedanke, weil ich hatte irgendwie so ein bisschen auch die Idee bekommen, so, weil ich gerade eine Lo-Fi-Playlist am Laufen hatte und war so, ey, Moment mal, jetzt habe ich eine Idee. Und dann kam halt immer mehr und mehr die Idee, weil ich war erst am Überlegen, die alte Idee nochmal aufzugabeln, weil die alte Idee war halt, dass da in jeder Ecke oder in jede Gerade so in die Mitte verbunden sind, dass da halt so 8 verschiedene Scheiben sind und in jeder Scheibe einer meiner Main-Charaktere drin ist, aber ja, Idee ist verworfen, leider. Danke, OBS, wir lieben dich. Ja, sowas passiert leider, aber ich bin trotzdem froh, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast und das sozusagen nochmal angesetzt hast. Ja, definitiv. Und einfach nochmal die Idee nicht nochmal nicht nur sozusagen neu gemacht hast. Einfach mal reingeklatscht. Ja. Alles gut, in Ordnung. Typisches Gravity Falls. Ich mein, Gravity Falls, eine der besten Serien. Change my mind. Ne, keine Lust, dein Mind zu changen in dem Thema. Genau, und da kam jetzt auch so langsam das Update wieder mit zu vorstellen. So, okay, ich habe so lange geupdatet, jetzt muss ich überlegen, wie setze ich das jetzt nochmal alles um. Weil es halt jetzt, weil ich halt versuchen will, nicht nochmal ins alte Muster zu fallen, auszusehen, weil das, ich weiß nicht, das wird mir jetzt einige Male passieren. Bevor ich jetzt weiß, Moment mal, ich habe ein Update gemacht. Komischerweise ist es in der Zeichnung nicht passiert. Ja. Gab es einen ganz bestimmten Grund, warum du das Update sozusagen von deiner Sona angestrebt hast? Ich war schon die ganze Zeit, schon seit mehreren Monaten, wenn nicht sogar schon seit fast einem Jahr, überlegen, mal eine größere Umänderung zu machen. Weil, klar, ich liebe meine Sona und das Design eigentlich, aber ich will, irgendwie war ich dann auch mit einigen Elementen doch gar nicht mehr zufrieden. Und jetzt halt vorgestern, hatte ich halt den Mut endlich erfasst gehabt zu sagen, okay, weißt du was, ich versuche jetzt einfach mal wirklich so das mal umzuändern. Und ja, dann habe ich einfach so begonnen, weil ja auch dann halt die Zeichnung von dir sich so ein bisschen mit inspiriert hatte und sowas. Und ich war so, okay, was ist, wenn ich das jetzt wirklich auf meine richtige Sona anwende? Und ja, Happy Birthday, jetzt haben wir meine neue Sona da. Hallo. Naja, alt-neue. Ja, sie ist einfach recycelt, sag ich jetzt mal doof. Genau, wie die Katzenpfoten. Beziehungsweise die Pfoten, Hundepfoten, die du jetzt da gemacht hast. Copy Duck. Ich sag mit Copy Duck. Copy Duck. Knack, knack. Aber ich habe die Pfoten da drin. Da ist noch eine Pfote an der Wand. Ja, die mache ich erst am Ende weg, weil ich die am Anfang irgendwie nicht realisiert habe. Ich warte die ganze Zeit, genau, da habe ich sie gerade weggemacht. Weil ich dabei war, Moment mal, da war ja noch was. Ich meine, ich habe die Pfoten ja nochmal so ein bisschen angepasst, dass sie halt vielleicht nochmal ein bisschen andersrum gucken und sowas, ein bisschen kleiner, größer sind. Weil ich hatte tatsächlich mal eine Zeichnung machen lassen, wo ich so ein Kissen mit Galaxy-Pfoten hatte und das ist halt auch daran inspiriert. Und ja. Genau, da haben wir jetzt so eine kleine Schüssel, wo einfach Blumen, einfach irgendwelche Pflanzen. Ich war aber nach einer Zeit schon mega frustriert einfach dran, weil ich so war, okay, irgendwie hat das schon so ein bisschen an den Nerven gefressen, like, okay, ich muss jetzt alles nochmal neu machen, ist schon irgendwie ein bisschen frustrierend, aber ich habe dann auch gesagt, egal, ich mach einfach weiter. Wenn jetzt ein Element nicht gut aussieht, ist es okay. Ja, manchmal muss man auch tatsächlich mal bei den einzelnen Elementen mal gucken, was man auch einfach mal damit ein bisschen übt und so weiter. Pflanzen an sich hatte ich auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich die irgendwann mal in meinem Stil drin hatte, wie ich sie haben möchte. Ja, da habe ich habe ja auch momentan das Ding, ich habe ja versuche ja neue Shading-Stile aus und sowas. Und momentan habe ich mich ja irgendwie an einen gefestigt und da versuche ich den jetzt auch nochmal wieder mit reinzubauen. Aber ich war halt so ein bisschen verkrampft, das habe ich halt auch sehr stark beim Zeichnen gemerkt, weil ich betone kurz, ich habe die Aufzeichnung erst heute gemacht. Ich glaube, ich habe die, lass mich nicht lügen, 5 Stunden. Ich habe um 14 Uhr angefangen und war gegen 16, 17 fertig. Okay. Ja, ich habe wirklich so ein bisschen so gesehen Rush-Arbeit gemacht. Ich habe auf Rush gezeichnet. Deswegen, auch wenn es jetzt nicht so, einige Elemente nicht so gut aussahen, habe ich mir gedacht, egal, es war auf Rush und für eine Rush-Zeichnung ist es mehr als gut. Ja.
Man kann sich auch dementsprechend selbst Herausforderungen stellen, so nach dem Motto. Genau, und das war meine Herausforderung, so like, okay, wie schnell kriege ich ein Bild gezeichnet? Und damit habe ich dann so gesagt, okay, ich versuche es einfach mal. Ja. Innerhalb, ich glaube, ich habe für die Zeichnung, obwohl es ein Fullbody ist, ich brauche eigentlich für Fullbody mindestens so um die 6-7 Stunden. Mindestens habe ich jetzt nur 3 Stunden gebraucht, gefühlt. Und das hat, darauf war ich schon irgendwie stolz, auch wenn es halt, wie gesagt, so ein bisschen eher hingekackelt war. Ah ja. Ja, das, das hat er mir geschickt tatsächlich. So hatte kopiert und mir geschickt, weil ich eine Referenz für seinen jetzigen Flugi brauchte. Ja! Mhm. Ich hab vergessen, dass ich dann auch auf Aufnahme war und ich war so, egal, ich zeichne jetzt einfach schnell da rein. Wird man ja eh nicht so schnell sehen. Hab dann eine Kopie gepastet und Wunschi per PN geschickt und war so, oh, Moment mal. Jetzt denke ich mir so, er hat es auch gesehen. Ups. Ach ja. Fancy. Ich find's richtig schön. Aber es ist sehr cooles Art. Ja, das ist ein richtig cooles Artwork geworden. Sieht echt wunderschön aus, ey. Ja. Und dafür, dass du es noch gerusht hast. Ja. Das sieht. So. Das sieht einfach nicht aus, als hättest du es gerusht. Das sieht so gut aus. Es ist aber gerusht innerhalb von 3 Stunden. Innerhalb von 3 Stunden rushen. Typisch Danny ja. Und dann auch noch den Fugi. Heute fertig gemacht. Wir kennen es ja noch von Gartic von oder wie heißt das hier, Colomari, wo wir dann dementsprechend nur eine Stunde Zeit haben und dann ja. Durchgerusht sind da. Ja, aber in Calamari gibt es Zeitcheats. Ja, das gibt's auch in anderen Programmen und ähnliches. Also man kann dementsprechend sehr, sehr viele Dinge auch erreichen, indem man das dementsprechend auch ein bisschen kompakter macht oder ein bisschen einfach nur auf das Wesentliche halt guckt. Und insofern... Ich nenne es halt immer ganz gerne den Fluch des Prokrastinierens. Dass man halt dementsprechend irgendwie bis zur letzten Minute quasi so ein bisschen das hinauszögert und dann schnell durchrusht, um es fertig zu kriegen. Aber dafür ist es halt ziemlich gut geworden. Ja, vor allem, ja. Ich fuchse mich jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr in DaVinci rein, in den Bearbeitungsprogramm. Und ich muss sagen, dass man halt jetzt so einige Ecken und sowas wegschneiden kann, fand ich jetzt sehr, sehr praktisch, weil sonst wäre meine Aufnahme wahrscheinlich auch so gesehen für die Katz gewesen. Aber muss ich sagen, ich würde das jetzt, glaube ich, immer so machen. Weil erstens ist es angenehmer, zweitens muss man nicht unbedingt das ganze Programm für mich streamen. Also keine Ahnung, ich bin da irgendwie, nennt mich altmodisch oder so, aber ich mag es irgendwie nicht, wenn das Programm mit drauf ist. Ach, alles gut. Das ist absolut in Ordnung, dass man das halt dementsprechend auch weiter bearbeiten kann, so wie man es halt möchte. Ich bin jemand, der guckt gerne sozusagen unter der Haube und sieht halt gerne, was halt dementsprechend im Hintergrund passiert. Aber das muss lange nicht bedeuten, dass es für jeden anderen genauso interessant ist. Ja, genau. Aber wie gesagt, sehr cool auf jeden Fall gemacht. Und dementsprechend wird das dann auch bei uns im Discord zu sehen sein, wenn es dann dementsprechend dann auch ausgestrahlt wird. So. Dann... Ja, können wir eigentlich schon direkt weiter gucken. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen tatsächlich halt diesmal alphabetisch durch. Das heißt also, wenn Danny mit DA angefangen hat, machen wir bei DE wieder, weiter, nämlich bei Diamond Rose. Gut, bist du bereit? Ja, ich denke schon. Gut, dann schauen wir doch einfach mal. Also dann, 3, 2, 1 und... Ja, ich wüsste jetzt gar nicht eigentlich, was ich da wirklich zu sagen sollte. Ich habe mir eigentlich nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Also ich hab ja damit angefangen, dass ich die Form erstmal gezeichnet habe und dann halt irgendwas daran hängen wollte an dieser Form. Und da ich halt mir vorgenommen habe, mich mal ein bisschen in Tierzeichnungen auch zu üben und nicht nur Menschen, habe ich mir dann jetzt die Hausaufgabe quasi genommen, um halt mich da ein bisschen weiter zu üben, was halt Tierzeichnungen von Tieren halt angeht. Deswegen, da ich es dann aber dann auch nicht kompliziert machen wollte, habe ich halt was genommen, wo ich schon einigermaßen Erfahrung mit habe, weil ich wollte halt ein bisschen was Drachiges rein mitbringen, weil da habe ich halt schon ein bisschen öfter mal was gemacht. Und dann dachte ich mir halt so, ja, weil wir ja hier in der Hamsterhöhle sind, mache ich einfach so eine Drachen-Hamster Mischung daraus, die an diesem
so auf so einen Kristall hockt. Oh. Genau. Das ist auch eine sehr coole Idee. Ja. Ich habe schon gesehen, du hast die Vorskizze quasi schon sozusagen ein bisschen vorbereitet gehabt und bist gerade dann hier bei der Aufnahme mit dem Line Art dran. Ja, genau. Ich habe es halt traditionell halt vorgezeichnet und jetzt sieht man halt, dass ich da dann mit Liner drüber gehe nochmal. Hm? Und ja. Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Du verwendest Krita tatsächlich, oder welche Software ist das gerade? Mhm. Jo. Nee, also insofern, du hast jetzt hier ein, Moment, ich muss mal kurz gucken, Achteck genommen gehabt, glaube ich. Muss mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht mal, wie die Form genau heißt, aber Ja, ich habe halt erst überlegt, ob ich doch dann halt drei... Paragon. Ach, okay. Ja. Okay. Wenn es 8 Seiten sind. Ja, zwischenzeitlich hatte ich überlegt, ob ich halt das, dass ich doch eine 3D-Form nehme, also dass es halt dreidimensional ist, aber war mir dann doch zu aufwendig in dem kurzen Zeitraum, weil ich hatte auch noch andere Sachen zu tun, aber ja, ich habe mich schlussendlich halt dazu entschieden, dass das quasi ein Rubin sein wird, sieht man auch später noch, wenn Farbe reinkommt. Wem gehört das Tier da? Ist es weg? Ja, ja, ab und zu taucht mal so ein kleines Maskottchen in der Ecke auf, habe ich auch schon am Anfang des Videos gesehen. Ja, das sind Pokémon, die tauchen auf, weil ich dieses Pokémon-Bot-Ding aktiv habe. Ja, passiert. Ja. So. Und jetzt haben wir die kurze Phase, wo du mal... An. Genau. Du schaffst das. Yay. Du kriegst das hin. Hör zwei Hälfte nicht. Wir glauben an dir. Wow. Der war... Adams. Oh mein Gott. Der war flach. Aber notwendig. Passt mir die ja schon. Ja, sehr cool. Okay. Wenn das Bild ab und zu mal... Achso, kann sein, dass er ab und zu mal in Discord auch mal ein bisschen rumspinnt. Also wenn das Bild mal ein bisschen verrückt spielt oder die eine oder andere Person kurzzeitig mal rausfällt oder so, das sind die technischen Störungen, die bei Discord auftauchen könnten. Aber die Aufnahme funktioniert noch. Bitte fixt euer Programm. So. Jo. Ja. Sehr lange auf jeden Fall an der Lineart so ein bisschen dran. Schätze mal, dann kommt es auch direkt zu den Farben gleich dann darüber, sobald du fertig bist. Ja, genau. Ja, ich habe ein bisschen gestruggelt. Ich bin halt sehr perfektionistisch, was Lineart angeht und immer, nochmal und auch nochmal. Alles gut. Einfach ein bisschen long, der Hamster, vom Körperbau her. Yeah. So eine Long Cat. Oh, das ist die Aber sehr, war sehr cool. Ja, bei dem Flügeln hatte ich zwischendurch ein bisschen mich guckt, ob ich die Linie da durchziehe, aber dann schlussendlich war das dann ein bisschen von der Perspektive ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich es dann doch wieder weggemacht. Ja, genau, und ja, aber ansonsten hattest du jetzt nicht so großartige Probleme während des Projektes gehabt oder so. Nee, eigentlich. Auch nicht von der Idee her oder Ideenfindung. Ja, geht. Also eigentlich kam das von allein. Es sieht trotzdem schon knuffig aus. Ja. Ich bin gespannt auf der Farbe. Dicken Bäckchen, ne? Ja, ja.
So, die will man so wie Omalek kneifen. Oh, also ich sehe da halt neben dem Drachen und dem Hamster auch so ein klein bisschen was wie so ein, ja sozusagen hier, eine Großwildkatze drin oder so. Oh. Ja, oder ein Otter. Ein Otter, ja, stimmt, hab ich jetzt gesagt. Ist einfach so ein Mixwesen aus fantastischem Tierwesen. Oh ja. Erinnert mich aber auch ein bisschen an so eine Yu-Gi-Oh!-Karte, muss ich sagen. Richtig stark. Ui, was wäre denn der Effekt, der da dann mitkommt? Ja, das sieht aus wie so ein Stufe 1, Stufe 2 Monster, wie was richtig Niedliches mit einem geilen Effekt. Am Ende stellt das sich raus, dass es eigentlich keine Fähigkeiten hat und einfach nur niedlich aussieht. Oder schätzt niemals Stufe 1 Monster. Oh ja. Ja, auf jeden Fall, da habe ich halt schon mal ein bisschen mit Farbe. Ich habe auch beim traditionellen Bild schon mal auch Farbe mit eingebracht und dann halt aber gemerkt, dass ich, also da habe ich das, die Fellfarbe ein bisschen dunkler gemacht, das war mir dann aber zu dunkel, deswegen habe ich die im Digitalen dann halt schon mal leicht heller gemacht und halt die anderen Farben halt an der Hauptfarbe von dem Fell angepasst. Also sei es jetzt hier die Augen und Ohren. Ja, häufig kann man ja auch dementsprechend erstmal alles Mögliche einkolorieren und dann später so ein bisschen das rausdifferenzieren. Genau. Welche Farbe man wirklich haben will. Jo, und da hier halt der Rubin dann halt so ein dunkles Rot bekommt, habe ich halt als Kontrast halt die Krallen und Ohren und Flügel halt in so ein hellem Blau gemacht, also quasi Ruby und Sapphire. Ja, und ich meine, da kommt jetzt immer viel. Also ich schattiere jetzt halt noch ein bisschen den Kristall und dann war es das auch eigentlich schon. Ja. Ich werde gleich bei der letzten Minute dann dementsprechend oder letzten Sekunde dann kurz auch anhalten, damit man das Bild auch nochmal richtig sehen kann. Und ab und zu gibt es auch die Phasen, wo man ganz kurz weg ist und dementsprechend das Ding am Laufen hat. Nein, dann hatte ich Probleme mit Discord, weil technische Probleme, aber ja. Discord wieder abgestürzt ist. Wiederholung, Discord, fix euer Programm. Lasertool! Yay! Lasertool! Lasso-Tool for the win. Noch mehr Lasso-Tool. Yay. Yay. Aber da wirkt der Rubin schon ganz cool. Man kriegt dann einige Facetten rein. Also, wurde dieser Trick mal einfach nicht irgendwo mal gepostet gehabt und so, dass man das so machen kann? Bestimmt, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man das so machen kann. Ich meine, ich habe das durch einen Post mal kennengelernt. Ich würde gerne so ein Lasso-Tool immer noch haben in Clip Studio, aber ich weiß immer noch nicht wie, weil es immer noch nicht irgendwer erklärt hatte. So. Ja. Nee, aber ziemlich cooler Drachenhamster oder Hamsterdrachen. Dankeschön. Je nachdem, was zuerst kommt. Hamsterdrachenotter. Ich versuche gerade mir irgendwas zu überlegen, was man miteinander kombinieren kann, um es so besser zu nennen, aber. Drachen klingt irgendwie nicht gerade danach. Ja, aber auch Otter wird auch sehr schön klingen. Oh, Drachmeer. Ich nenne es Drachmeer. Drachmeer, Hotter. Aber sehr coole Arbeit auf jeden Fall. Ja. Yes. Dankeschön. So. Dragon Knight. Oh oh. Ist ja jetzt zum ersten Mal dabei. Und dementsprechend bist du bereit, dir mal dein Bild vorzustellen. Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Teamarbeit. Ja, Teamarbeit. Ja, man sieht hier direkt, ich habe Outlines gemacht, also bloß mein Problem war mit OBS. Einmal ist es mir abgestürzt,
Und davor hatte ich das Problem, ich hatte nur einen weißen Bildschirm. Genau. Okay. Genau, und man sieht hier, ich mache ein bisschen Umhang. Ich habe da auch, man hat glaube ich zuerst noch das Gesicht gesehen. Ja, du bist sehr schnell, was sozusagen das reine Raumzoom betrifft, aber das macht auf jeden Fall nichts. Wir machen eine kleine Klickerwarnung bei uns im Video dann rein. Dieses Uwe-Face! Ich bin Uwe! Ja, ich habe halt probiert, bei mir die Form als Rahmen einzubringen, als Kreis. Hm? Ja, man sieht, glaube ich, was es so langsam werden wird. Ja, was soll ich zu dem Bild groß sagen? Ich habe der Drachenkopf von der Sense, der ist halt fast 1:1 aus Skyrim übernommen worden, tatsächlich, mit einer kleinen Abänderung. Weil ich fand es eigentlich ganz cool, die Idee, einfach mal, dass man nicht eine glatte Sense hat, sondern wirklich mit was dran, so als eine Art Magic Wand. Jo. Magic. Ja, it's Magie. Ja, man sieht ab und zu, jetzt ist ein bisschen ganz viel passiert auf einmal, dann wieder passiert nichts. Ich habe auch nur wirklich hier Dings aufgenommen, Kreiter. Weil ich dachte, es wäre halt uninteressant, wenn ich jetzt aufnehme, wie ich zwischendurch mal weg bin oder mal was anderes mache. Ja, alles gut. Sieht aber schon mal auf jeden Fall sehr cool aus vom ersten Eindruck her. Ja, Nax, es wird noch schlimmer. Genau, hier habe ich erstmal Greenscreen eingesetzt. Und mich noch umentschieden. Das gehört manchmal mit zum Prozess dazu, dass man sich für eine Sache entscheidet und dann doch mal was anderes ausprobiert und nochmal woanders hingeht. Genau, dann habe ich hier angefangen, schon mal Schatten zu setzen. Und immer wieder geguckt bei den Referenzen, wie das dort gelöst wurde. Ja. Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass du dich damit den Dings auseinandersetzt. Wie heißt das hier mit den Kleidungsstücken, die zerrissen sind und kaputt sind und wo man dementsprechend einzelne Fransen und sozusagen Lumpen dran hat. Aber war Drago übel schnell. Was ist denn da los? Ja, ich kann einen Moment so nachgucken. Im nächsten Moment hat er es einfach in 10 Minuten fertig. Nee, tatsächlich, ich habe das halt auf 8 Minuten noch etwas hier vorgespult, das Video, weil vorher war halt die Rohdatei knapp 8 Stunden noch etwas lang. Und mir wurde halt so gesagt, 7 bis 8 Minuten sollte es so sein, ungefähr. Ja. Ja. Genau, und hier. Also ist, glaube ich, immer sehr, sehr unterschiedlich, einfach von der Länge her und von der Größe her. Also wenn man sehr lange Videos hat oder sehr lange an einem Bild gearbeitet hat in dem Sinne, dann passiert auf jeden Fall sowas relativ schneller. Ah, ich finde schön, dass Drago immer wieder gestoppt hatte. Man kann sich kurz das Bild angucken und dann geht's weiter. Ja. 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 So ganz kurz. Guck, Pause. Okay, weiter geht's. So, hier. Hier könnt ihr weiterschauen. Und jetzt ja, genau weiter. So. Und jetzt geht's weiter. Gut eingebaut. Ja, wieder gucken. Das hat schon fast was Computerartiges, so nach dem Motto, okay, tun wir das Bild bearbeiten. Brrr, so, Prozess zu Ende. Nächster Prozess wird gemacht. Was man jetzt auch noch anmerken könnte, ist ja, du malst das jetzt alles ja mit der Maus, richtig? Richtig. Auch nochmal. Und das ist halt das, was so wow ist eigentlich. Ja. Vor allem die verschiedenen Pinsel dann noch ein bisschen benutzt. Ja. Dass das in sich wirkt. Ja, die ganze Zeit hier rechts kann man ja sehen, wie der Drago immer wechselt. Was mich halt echt interessiert, was ist, wenn du dann irgendwann mal auch ein Tablet hast, wie das dann aussieht, wenn du jetzt schon so gut bist? Ich wäre verloren. Lost in Tablet.
Ja. Oh no. Genau, Lost in Interpolation. Genau, hier habe ich dann mit dem Muster drüber gearbeitet. Ich fand halt dieses, nächstes Mal so Glass Shattering eigentlich ganz cool, weil dann nochmal die Zerrissenheit der Robe drüber kam. Mhm. Das wollte ich halt mit drüber nehmen. Ja, wo ich halt am meisten am Ende gestruggelt habe, war tatsächlich mit dem Drachenkopf. Aber das werdet ihr gleich sehen. Rar. Hoffentlich. Rar. Hier kann man ein bisschen mal was sehen. Da hat Drago mal bewusst langsamer gearbeitet. Guck mal, hier kannst du auch was sehen. Ja. Ausnahmsweise wir mal. Wir haben das Recht, seine Kunstwerke zu bewundern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt geht's wieder los. Ja. Genug gewundert, weiter. Genau, wir haben genug geguckt. Genau, ihr dürft nicht mehr gucken. Euer Oha. Gucken. Jetzt. Genau, hier habe ich auch wieder ein bisschen rumprobiert. Mit den Hörnern. War nicht so geil. Da dürft ihr wieder gucken. Ja. Oh. Mann, Drago. Ich hätte es toll gefunden, wenn jetzt noch das Ufo-Ding drin ist. Ja. Ich glaube, da habe ich probiert, ob man die Hand irgendwie schöner machen kann. Spoiler, es ist mir nicht gelungen. Oh, Bild davon gucken. Oh. Oh. Ja. Ja, ich wollte hier Auge machen. Oh. Mach doch kein Auge. Echt ja, so. Ich vom Bestix Style. Nein, ist wieder weg. Ich fand's nicht schön. Oh. Genau, und hier kommt dann ein bisschen. Weil ich wollte das halt so machen, als ob man halt wirklich in so einer leblosen, toten Umgebung steht, zum Beispiel ein verfaulter Friedhof. Hab ein bisschen Dannys Farben genommen. Hey! Aber das halt so aussieht, als ob man wirklich so im Nebel steht, vielleicht auch hoch auf dem Berg. Genau, hier habe ich nochmal probiert mit dem Auge ein bisschen was. Mach schon wieder Auge. Ja, ich mach schon wieder Auge. Bruder, mach oh, Auge. Weil ich wollte es halt machen, dass es so ein bisschen glowy ist. Aber fand ich jetzt nicht so schön. So. Und das ist halt das fertige Ergebnis. In klein. Yep. Aber das Bild ist, glaube ich, ist das Bild in groß da? Das Bild müsste ich jetzt, wird im Großen dann nochmal angezeigt im Video, keine Sorge. Ich mache nur halt hier Pause, weil es sonst dann bei der letzten Sekunde zurückspringt bei mir und dann auf einmal der Video weg ist. Guckt mal rechts oben, wirklich Danny-Farben. Oha. Wortwörtlich. Da ist Danny. Guck mal, Danny du bist in einer Palette. Hey. Juhu. Aber ich find's nice. Danke. Sehr das nice. Ist ja cool geworden, auf jeden Fall. Wie gesagt, höchsten Respekt davor, wenn du es halt tatsächlich auch mit Maus gemacht hast, alles. Danke, Dün. Ich habe mir auch Mühe gegeben, die Ebene passend zu benennen. Mhm. Ja, das gehört auch mit dazu, oh, alles richtig zu organisieren. Nebel, Ovo. Uwu. Die Form darin war jetzt wortwörtlich der Kreis, wenn ich es richtig verstanden hatte, oder? Also, ja, genau. Ich habe den Kreis darin schon am Anfang gesehen, der Zeichnung. Also huge. Dann, Moji, kannst du dich noch erinnern, woran du gezeichnet hast? Ja. Sehr schön. Ja, bist du bereit? Ja. Na dann, 3, 2, 1. Ja, wie man schon sieht, ich habe erstmal nur rumprobiert. Ich habe tatsächlich auch den Kreis genommen. Tatsächlich war meine Idee wiederum, dass diese Figur, die ich da jetzt gerade reinzeichne, ist ein eigener Charakter, der gerade zwar selber noch in Arbeit ist, also ich habe noch kein fertiges Rash-Sheet von diesem Charakter gemacht, also wird sie gerade, es ist eine sie, actually da mal fertig gezeichnet. Ich hatte die Idee tatsächlich gehabt, dass man sie in so einer Art Glaskugel voller Wasser
dass ich die da so zeichne. Wie sie dann halt nur so ein bisschen, da sieht man auch das unfertige Bild, was ich da zur Seite offen hatte. In Chibi-Form wollte ich sie dann zeichnen, wie sie dann sozusagen ein bisschen so darum ringt, hier erst rauszuwollen. Die Idee hat sich dann damit ein bisschen geändert, als ich dann angefangen hatte, sozusagen das Äußere der Kugel zu zeichnen. Was man sich ja dann später auch hier dann erkennen wird. Ja, da habe ich dann halt auch begonnen, sie dann auch anzufangen zu zeichnen. Halt ein bisschen worried, so, was zum Teufel ist hier jetzt los? Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Und halt im Chibi-Style, wie ich schon erwähnt hatte. Wenn ich's erwähnt hatte. Auf jeden Fall. Boop, boop. Ja, man sieht es auf jeden Fall in der Form und der Proportion, dass es halt mehr auf den Chibi-Stil rausgeht. Ja, dann weibliche Körper sind immer noch ein Struggle für mich. Ja, und dann habe ich halt angefangen, drauf los zu sketchen. Habe sehr viele Pausen zwischendurch gehabt und ja, Hände habe ich einfach auf die simpelste Art und Weise gemacht, wie es nur ging. Ah, wie bei deiner allerersten Kalakazan-Zeichnung, wo du dementsprechend auch mit den Händen gestruggelt hast und die vereinfacht hast dann in dem Moment. Tatsächlich? Nee, doch? Nee, doch? Doch? Nein, doch. Da hattest du das Bild gemacht. Ja, war sehr cool, auf jeden Fall schon mal von dem, was man hier direkt sehen kann. Hm. Oh. Ich weiß jetzt wieder. Okay, ich weiß es wieder. Ja, ich hatte es dort versimpelt. Ja, dann hatte ich halt noch im Hintergrund ein paar Korallen eingezeichnet. Dachte ich mir erst so, scheiße, wie sind Kristalle, genau. Wie sehen Korallen bitte aus? Ja, dann Wasseroberfläche. Hatte ich also gedacht, wie zeichne ich Wasser? Also ich war sehr so, was mache ich hier überhaupt? Ja, dann habe ich halt hier actually mal Referenzen rausgesucht, hatte dann nochmal alles wegradiert, hab's nochmal neu angefangen. Zumindest oben an der Decke. Da noch nicht, aber später dann schon. Hab's dann nochmal umpositioniert, hab einen richtigen Kreis mit geleint oder geliniert hingezogen und hab dann mit einem tatsächlich eher roughen Stift hab ich dann angefangen zu leinen. Damit es halt mehr so nach diesen alten asiatischen Bildern aussieht, die so auf diesen Rollen gezeichnet wurden. Ich liebe den Stift. Ich bin froh, dass ich ihn gefunden habe. Gleich so als Anhang, dass das nicht ein selbstgemachter ist, sondern einer, den ich auf den Clip Assets gefunden hatte. Reden fällt schwer. Und ich bin. Ja, du kannst gerne wenn du möchtest, kannst du mir gerne mal den ID-Code von dem Dings geben, von diesem Stift. Der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, auch. Müsste ich vielleicht mal gucken. Ja, dann können wir den dementsprechend, wenn du Interesse hast, den gerne einfach auch mal hier eben als kleinen Text sozusagen im Video sozusagen reinposten. Für Leute, die den ebenfalls dann ausprobieren wollen. Ja, dann hatte ich mir wortwörtlich eine Referenz rausgesucht wegen diesen Schriftart oder Zeichenart. Hatte erst gedacht, okay, mache ich jetzt doch das kaputte Glas von diesen, was ich halt drumherum gezeichnet habe. Das war erst so dann meine Idee von irgendwas versucht von außen aus in die Kugel reinzukriechen, versuchen es zu attackieren, diese kleine Mermaid sozusagen. Und habe dann halt, weil ich halt auch auf diesen Referenzbildern gesehen habe, dass auch wenig Farbe zu sehen ist, habe ich es mit so darstellen lassen, dass es so wasserfarbig aussieht. Also wirklich sehr verwischt, sehr damit gearbeitet, dass es wässrig aussieht. Ja, hatte er jetzt auch anfangs nur überlegt, gewisse Stellen der Meerjungfrau auch zu zeichnen. Habe dann aber mich dann umentschieden, dass sie dann komplett in diesem bläulichen einzufärben, weil es das dann auch irgendwie mehr Wirkung gegeben hatte. Ich war erst so, mache ich das rot wie bei der Referenz, aber nein, das hätte wegen der Mermaid erst gar nicht richtig gepasst.
Wasser, ja, blau, blau, das passiert blau auch. Passt. Mhm. Ja, dann hatte ich nochmal bei der Kugel oben ein bisschen eingefügt. Die Koralle hat auch noch ein bisschen Farbe reingekriegt, der Boden. Die Augen hatte ich tatsächlich eher rausgelöscht, sozusagen wegradiert. Du warst nicht existent. So, dann hatte ich nochmal unten das so ein bisschen eingezeichnet, dass es so runterläuft. So. Ich weiß nicht, also. Ja, quasi tropfend, ja. Genau. Tropft. Ja, da habe ich halt nochmal das nachgezogen mit den ganzen Linien, dass es halt mehr diesen Effekt hat und nicht dieses noch saubere, dass es richtig rough aussieht. Ja, dann habe ich da hier noch ein paar Ränder eingefügt und da nochmal einen kleinen Filter darüber gesetzt, dass dieses knallig blaue nicht vorhanden war. Ja, und dann habe ich auf Japanisch tatsächlich das Wort Gefahr hingeschrieben. Oha. Und hab ein bisschen noch rumgekrisselt, dass halt der Effekt wirklich nur auf der Kugel da war. Okay. Das ist... Habe ich bei der letzten Sekunde angehalten gehabt. Aber ja. Ja, hier kann man es dann sehen. Sehr cool, auf jeden Fall. Also mir gefällt der Stil unheimlich. Also gerade, dass du dich jetzt auch klar an den Ziel gesagt hast, okay, du gehst jetzt wirklich in die Richtung des alttraditionellen Edo-japanischen Periode und versuchst mal wirklich sozusagen diesen... ja, im Grunde genommen hat man dann tatsächlich damals mit Tinte und Pinsel hauptsächlich gearbeitet gehabt und darüber dann das ganze Bild kreieren lassen. Ich habe auch das wirklich auch nur, außer diese kleinen Effekte, diese kleinen Effekte, die man ran sieht hier, dieses Gekrisselte, wie bei einem Fernseher, habe ich auch ein bisschen genutzt, damit es halt im Hintergrund nicht so leer aussieht mit einem kleinen Übergang. Das Krisseln hat es doch nochmal ein bisschen herausgekitzelt. Mhm. Und ja, ich liebe das Bild auf meine Art und Weise. Ich liebe den Stift. Ich habe nur mit dem Stift gearbeitet in dem Fall. Und dann zwischendurch mal wirklich bei deinem Blauton mit hier einem anderen Stift gearbeitet, aber sonst immer nur mit dem Stift. Und ja. Ja, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und es ist eine ziemlich coole Technik auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde mich davon bedienen in dem Moment. Also, dass ich ja tatsächlich auch mal sowas Ähnliches ausprobiere und auch wegen den Wasserfarben, dass ich das vielleicht auch auf diese Art und Weise mal zumindest mal übe. Keine Ahnung, ob das bei mir was Gutes wird, aber ich bin da auf jeden Fall schon sehr gut inspiriert davon. Ich habe wirklich, auf dem Moment habe ich einfach nur gesagt, okay, scheiß mal darauf, dass das wirklich sauber aussieht. Du schmeißt jetzt einfach die Farben, die Sketches dorthin und guckst, was draus wird. Mhm. Ja, sehr cool. So. Nightmarine. Yo. Yo. Bist du am Leben? Bist du bereit? Ich bin am Leben, ich bin bereit und ich habe mir gerade Trinken aufgefüllt. Yippie. Ah, okay. Ja, gönn dir. Danke. So. Dann würde ich jetzt sagen, 3, 2, 1 und... Ja, wie Mochi habe ich mich ebenfalls für einen Kreis entschieden, aber ich habe mich für eine Symbolik entschieden, und zwar den Ouroboros. Oh, die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Yep, und ich habe Recherche betrieben, die Schlange kann auch ein Drache sein, deshalb ist mein Ouroboros ein Drache. Der sich selber in den Schwanz beißt. Nom. Nom, nom. Also, ich habe die Aufgabe ein bisschen sehr wörtlich genommen und halt die Figur in die Form des Kreises reingezeichnet, reininterpretiert, wie man sagen will. Ich bin mit Tieren nicht geübt, besonders nicht bei Drachen. Also das war ein bisschen ein Struggle. Verstehe ich aber. Mhm. Wie gesagt, das ist meistens auch immer nur eine Übungssache, so nach dem Motto. Nur weil man vielleicht die eine oder andere Sache gut zeichnen kann, heißt das noch lange nicht, dass man alles gut zeichnen kann. Also, ja, das war ja auch der Grund, warum ich mich in Tieren versuche. Ein bisschen... So, jetzt Programmwechsel, denn das war meine Herausforderung, neben halt dem Drachen, wo ich auch sagen wollte, aus dem Hörnern habe ich halt erstmal eine Silhouette gemacht, bevor ich halt die richtige Form hatte.
Und zwar sind wir jetzt nicht mehr bei Clip Studio, wir sind jetzt bei Illustrator. Oh. Fancy. Ja, dieses Programm ist eigentlich für mich purer Pain, pure Hassliebe. Kann ich verstehen. Ja. Es ist wirklich Pain. In meiner Ausbildung habe ich das richtig gespürt, ehrlich gesagt. Also Respekt, dass du damit freiwillig gearbeitet hast. Ich habe in meiner Ausbildung nur das in den Kotzreiß bekommen. Habe ich mit meiner Ausbildung auch. Ich habe versucht, das wieder aufzuleben, denn ich weiß, ich brauche das beruflich und es wäre kacke, wenn ich halt richtig einroste. Vielleicht sollte ich sagen, ich suche nach einem Grafikdesign-Job. Also, falls wer einen Job hat, hit me up. Falls wir was finden, das sozusagen bei dir passt und in deiner Nähe ist, werden wir dir Bescheid geben. Perfekt, danke. Ich auch, aber dafür müsste ich wissen, wo... Ja. Dann könnte ich mich mal ein bisschen umschauen. Jo. Ja. Wäre wahrscheinlich im Raum Hamburg in der Gegend, Norddeutschland. Okay. Jetzt der zweite Struggle, das Einfärben, weil Illustrator hat so, man muss halt die komplette Form bilden, bevor man halt das was einfärben kann. Deshalb musste ich alle meine Linien verdoppeln, alle in eine Form, dass das alles umschließt, um dann die Farbe einsetzen zu können. Das haben Vektorgrafiken so an sich. Ja. Es gibt da auch Vektorgrafiken in Dings. Wie heißt das hier? In Clip Studio Paint, falls du das noch nie wusstest. Doch, das weiß ich. Aber ich dachte. Jetzt aber mal, du hast es jetzt einfach mal genommen, weil du dementsprechend, wie gesagt, dich einrosten wolltest in Illustrator, dass du jetzt damit gearbeitet hast. Richtig. Meine Ursprungsidee war halt, dass ich aus dem Ouroboros eine Puppet für After Effects mache, dass ich die halt noch in einzelne Teile runterbreche. Aber das war viel zu kostspielig, weshalb ich das für dieses Projekt sein gelassen habe. Okay. Deshalb habe ich jetzt die Konturstärke auf 3 Punkt statt auf 2 Punkt gebracht. Ah ja, bei Vektorgrafiken, da wird nicht in Pixeln gezählt, sondern in Points. Wird irgendwie so. Ja, also. Gramm gedingst. Ja, für diejenigen, die es halt dementsprechend nicht wissen, worum es genau da geht, in dem Sinne, die meisten Grafiken, die ja hier gemacht werden in Grafikprogrammen, die nutzen normalerweise die Pixelgröße der Leinwand an sich, die jetzt gegeben ist, während Vektoren tatsächlich halt eine mathematische Berechnung von Kurven sind, um halt eine Form zu bilden. Und daraus entsteht halt dementsprechend ein Bild. Meistens wird das halt eher in Corporate Designs und so weiter verwendet, also Logos und Embleme und sowas, dass man unendlich hochskalieren kann, ohne dass da irgendwo ein Pixelfehler passiert. Das kannst du nämlich in normalen Bildern ja nicht machen. Irgendwann mal wird das halt matschig, wenn du dementsprechend immer versuchst, alles hochzuskalieren oder umgekehrt auch kleiner zu machen. Und ja, dementsprechend... Ich hätte sagen sollen, dass das Video wieder 5 Minuten lang ist. Das ist ja, ich habe mich auch jetzt einfach verquatscht. Das ist auch mein längstes Projekt aktuell in der ganzen LKSM-Geschichte. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Hey. Irgendwann Illustrator, keine Verwunderung. Ja, weil ich habe mit Illustrator gestruggelt. Und was man, glaube ich, auch gesehen hat, ich war bei den Schatten jetzt nicht feinfühlig, was das Placing angeht. Also sehr viel hat den Rand überschnitten, weil ich ein Tool genutzt habe, wo man halt Sachen abschneiden kann. Hat am Anfang nicht funktioniert, dann habe ich versucht, eine Schnittmaske zu machen und ich habe Schnittmasken wohl verlernt, weshalb das nicht funktioniert hat. Deshalb habe ich wieder versucht, das rauszuschneiden, was irgendwie diesmal geklappt hat. Okay. Ja, also manchmal liegt es auch daran, dass man einfach ein bisschen länger braucht oder ein bisschen mehr Übung braucht, einfach aufgrund dessen, weil man nicht mehr weiß, wo welches Tool ist und wie man es einsetzen kann. Yes. Ja, aber sehr cool, dass du dich da einfach mal wieder rangetraut hast an Illustrator. Ich für meinen Teil hätte jetzt einfach gesagt, Illustrator würde ich von mir aus sozusagen direkt nicht mehr anfassen, freiwillig. Wenn es irgendwann mal vielleicht ein Job notwendig ist, ja gerne, aber so jetzt in der Hinsicht von dem, was ich jetzt so täglich mache und was ich auch sonst so immer fertig mache, ja, ich wäre nicht meine erste Wahl gewesen als Programm, aber nichtsdestotrotz, es hat seine Vorzüge. Ja. Ich muss auch sagen, Illustrator und ich haben so
ich hasse es nicht, das ist eher so eine Hassliebe. Weil es ist sehr praktisch, es kann sehr von Nutzen sein. Vor allem was Packaging angeht, Logo-Design, T-Shirt-Prints, da sind Vektorgrafiken wirklich sehr gern gesehen bei einigen Druckereien. Mhm. Aber ich struggle halt mit Vektorgrafiken, weil ich es halt mit Pixeln gewohnt bin zu arbeiten. Ja, das sind, glaube ich, viele von uns. Also ich muss auch immer wieder erst rein, wieder in Illustrator reinkommen, bevor ich wieder was Vernünftiges fabrizieren kann. Ja, fühle ich auf jeden Fall. So, dann denke ich mal, bin ich mal wieder dran. Und ja, bin ich da? Ja, ich bin's. Also insofern können wir es loslegen. Nee, können wir nicht. Nee, doch können wir. Oh, genug Monolog gehabt. Dann würde ich mal sagen, ja, dann lege ich einfach los, ob ich will oder nicht. Nein. Ja. Ich habe tatsächlich mich für eine, sozusagen für die Trapezform entschieden. Und ursprünglich, meine Ursprungsidee war eigentlich, das habe ich aber jetzt hier nicht mehr eingezeichnet gehabt, einen Marktplatz oder sowas zu nehmen. Stattdessen habe ich mir gedacht, okay, ich nutze es mal für etwas anderes, was dementsprechend auch eine schöne Illustration von dessen ist, was man halt als Trapez nutzen kann. Und, Richtig, ist es Monopoly? Ja, ich habe mir eine Monopoly-Variante gemacht. Monopoly! So, da sieht man auch schon die Icons, die da drauf sind. Ich habe eigentlich sehr, sehr viele Kleinigkeiten und Easter Eggs gemacht. Ich habe halt sehr grob gearbeitet, habe halt einen sehr, sehr groben Stift genommen, damit es so ein bisschen so diesen typischen, ja, sozusagen, ich sag mal, 90er-Jahre Druck-Look so ein bisschen drin hat, so wie man es halt bei so Anleitungen kennt oder sowas, wenn man es halt damals sozusagen aufgezeichnet hatte und dann dementsprechend irgendwie eine Anleitung dazu gebastelt hat. Ja. Und dann habe ich dementsprechend einfach mal angefangen rumzuskizzieren, ein paar Dinge an der Seite zu machen, wie ja, Getränke, Chips, Würfelbecher, Würfel, ja, Müsli-Schale und ähnliches, Pizza. Pizza! 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 Oh, ich habe schon wieder Bock auf Pizza. Ich habe auch Pizza. Yay, Pizza! Ananas-Pizza, was? Was? Nein! Oha, bitte keinen Konflikt hier auslösen. So. Ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, mache ich daraus quasi eine eigene Variante von meinem von Monopoly. Und dementsprechend habe ich mir dann auch... Ja, deswegen, es gibt ja hier alle möglichen kleinen Easter Eggs, die man aus meinem Discord kennt. Ja. Meine Hamsterkrone, die Kekse. Ich sehe die böse Schüssel. Und du weißt genau, warum ich sage böse Schüssel. So, und sehr viel sozusagen sehr viele Kleinigkeiten, die ich da reingezeichnet habe, gerade was ich... Bezeichnung der Straßen und der einzelnen Felder betrifft, etc., etc., sind halt nur Easter Eggs gewesen in dem Fall. Also gibt halt dementsprechend verschiedene Straßen, die von verschiedenen Community-Membern sozusagen mit Namen versehen worden sind und so. Hab dann dementsprechend jetzt angefangen, auch noch die Dollarzeichen zu machen. Oder ich glaube, ich habe das tatsächlich auch in Keks umgewandelt. Muss ich jetzt auch mal gucken. Es ist schon ein bisschen her, seitdem ich diese Grafik gemacht habe. Ach ja, und ich habe jetzt diesmal halt einen sehr, sehr rauen Malstift genommen, sozusagen, so einen Pinselstift. Was halt auch extrem ungewohnt für mich war, weil es halt so einen verschiedenen Stärken einfach hat, in dem Sinne, wenn ich halt drüber zeichne, weswegen ich dann halt so unterschiedliche Farbtöne drin habe, was ich normalerweise überhaupt nicht gerne mag, aber ich habe jetzt einfach gedacht, okay, ich bleib dabei, ich bin... versuche mich einfach in diesem Stil halt mal ein bisschen weiterzuentwickeln und mal zu gucken, wo das landet bei dem fertigen Bild. So. Erstmal alles Mögliche grob eingefärbt, geguckt, wo ich dann dementsprechend lande. Nämlich normalerweise, also ich habe jetzt zwar das letzte Mal, wo ich bei Alakazam dementsprechend was vorgestellt habe, auch ein sehr, sehr raues Bild gemacht. Das hat mir ja wesentlich besser gefallen. Dieses Teil hier hatte ich allerdings jetzt davor gezeichnet gehabt. Da war ich noch ein bisschen in der Übung drin gewesen, einfach mal zu gucken, okay, wie sieht das aus, wie kann das wirken? Wie funktioniert das generell von der Struktur her? Ja.
generell auch mal nachgeguckt, okay, wie sieht eigentlich Monopoly Board aus? Wo sind welche Farben? Kann man da nehmen? Ich hab gehört, nächste Woche erstmal ein Hamster-Pulli mit Rio. Ich merk schon. Dafür ein Gefängnis. Kann man ein bisschen auch Vignetten-Effekte und ähnliches halt ausprobiert. Das sieht sehr aus, als wäre das einem. Also, jetzt gerade sieht es halt wirklich eher aus, als würde es auf eine Leinwand gezeichnet worden sein. Ja. Das oben links ist. Cooper-Allee. Das Gefängnis, oder? Cooper-Allee. Cooper-Allee. Mutti hat. Ich bin. Die Drangstraße. Ja. Die Drangstraße. Oh mein Gott. So, oh, ich hab's gesagt, dass ich da tatsächlich sehr viele Easter Eggs eingebaut hab. Muckerwerker, oh mein Gott. Kattelgasse. Pechfehlport. So, Vino. Und dann dementsprechend perspektivisch angepasst. Too late, too late. Wir haben Hotel. Wir müssen später nochmal alle durchlesen. Ja. Naja, das ist halt so ein Bild, das könnt ihr euch dann in Ruhe gleich nochmal hier... Weg. Ach, Finanzamt. Nein, das Finanzamt. Hamsterrad Süd. Oh Gott. Hamsterrad West, ich glaub's nicht. Ja, ja. Für der Blairweg. Für der Blairweg in die Lava. Finanzamt irgendwo ist, keine Ahnung. Ab ins Finanzamt. Ja, genau, ab ins Finanzamt. Du hast ja ab ins Gefängnis da oben in der Ach Ecke so, quasi. Stimmt, ja. In den Urlaub. Ab in den Oh ja, bitte gern. Was? Käse? Käse! Oh. Ab ins Finanzamt. Nein? Freies Was? Lurken. Ja. Was steht da? So. Ich kann es euch gleich nochmal separat zeigen. Nur kurz gucken. Event. Let's go! So. Go. Cool. Event. Was steht? Kanalpunkte. Kanal. Oh ja, die nehme ich. Boah, ich will das jetzt wirklich als Brettspiel haben. Ich auch. Bio, wann Hamsterpulli? Ja, Dokumi. Gucken wir mal demnächst. Ja, nach der Dokumi können wir es auf jeden Fall mal aufsetzen. Yay. Yippie. Einfach noch ein paar Symbole gemacht an den Seiten. Bei Kanalpunktekarte einfach hier Hamsterfizierung. Ihr kriegt mein Hotel nicht. Ich werde das für mich alleine einnehmen. Meins. Ja. Wie du wie man schon merkt hier, du magst sehr gerne diesen Dreck. Stift. Ja, ja, es gibt so ein paar Dinge, Dreckstift oder der Vignetten-Effekt und so weiter, das sind halt so typische Sachen in dem Sinne, die man halt ganz gut einsetzen kann. Und ich glaube, das war's sogar schon. Okay. Ihr könnt euch dementsprechend jetzt da schön das angucken. Danny dunkle Cookie-Gasse. Nightwing Yoshi-Part. Danny Theater, dunkle Cookie-Gasse. Labyrinth-Turm. Ja, ab da kann ich nicht mehr lesen. Wie nutzt du das? Muckerwerkstatt, Gattogasse, Hamsterrad aus, Pechfehlpark. Erstmal Hals. Lumienmuseum, Wino-Zirkus. Stadt Motion Farm. Tichonia-Markt. Der Lehrweg. Freie Lurking. Die Tat Motion Farm steht da auch, ernsthaft. Motion Farm. Daneben einfach Nightmarine Turm. Mhm. Okay. Ich dachte mal, ich. Ja. Nein, ich bin happy, ich bin am Theater. Also genau das, was ich sowieso immer mache. Ich bin Hotel. Dachte mir mal, ich mach mal was für meine Community in dem Sinn mit dem Bildchen und insofern merkt schon, ihr habt eure Freude daran, euch da jetzt sozusagen satt zu sehen. Late but not least. Tool. Bist du gerade da, Tool? Ich bin die ganze Zeit da.
Gut. Hä? Ja. Die Frage war eher, bist du bereit für dein Video? Also nur vorweg, mein Mut war bei dem Bild oben links, der Smiley. Das war ein kompletter Struggle-Tag. Irgendwann war ich so. Okay. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, also ich habe mir was Farbenfrohes überlegt. Hab mir auch actually was bei Pinterest, sag ich mal, rausgesucht zu einer Form. Werdet auch gleich sehen, welche Form ich genommen habe. Hab mich eigentlich in das Bild sehr verliebt, deswegen wollte ich das unbedingt machen. Ja, ich habe mich durchgekämpft durch das Bild, sag ich mal so. Ich habe sehr oft nachskizziert, hinskizziert und ja, das war halt... Ja, da kommt die Form schon. Ich habe die Brille dann sozusagen in die Form rein gemacht und ja. Mhm. Man sieht's. Ja. Ja, sehr cool. Bis ich dann halt mal zufrieden war, irgendwann habe ich es dann, bin ich dann übergegangen in die Outlines. So, ja. Habe aber auch actually zwei verschiedene Varianten von der Dicke her genommen, damit das auch, ich wollte es ein bisschen retro halten, deswegen habe ich auch gedacht, okay, ein bisschen andere Dicke von dem von der Outlines vielleicht mit rein. Hm? Ich mag aber die E-Mail mit der Sonnenbrille. Yes. Jo. Es hat einfach dieser Retro-Vibe und ich bin ehrlich, ich bin ja sowieso schon so ein Fan von Retro-Vibes und sowas, also yes. So. Dann habe ich angefangen jetzt die Retro-Farben. Mit Farbe, aber ich muss sagen, die hat mir dann irgendwann nicht so gefallen. Hab zwar dann auch schon angefangen zu schattieren und irgendwann habe ich gedacht, nee. Und hab dann alles wieder weggemacht und bin dann auf Lila umgeswitcht. Hat mir dann besser gefallen. Dann habe ich dann mit Lila gearbeitet. Jo, hab dann halt angefangen zu schattieren. Hab auch actually, ist das... so gelassen, also ich habe die Farben nicht so wirklich miteinander vermischt, sondern ich habe einfach wirklich gesagt, so, ich mache meine Schattierung. Ja. Ja, na, ich finde es auch sehr gut, dass du sehr klare sozusagen Linien machst, in dem Sinne von der Unterteilung her, beziehungsweise so harte Kanten zwischen den einzelnen Farbschattierungen. Ja, also ich habe mir dann am Ende überlegt, halt, dass bei den Fingern zum Beispiel habe ich es ein bisschen vermischt, glaube ich, actually. Aber sonst habe ich es eigentlich soweit so gelassen. Weil das irgendwie dann für mich doof aussah. Genau. Und dann habe ich die Haare etwas dunkler gemacht, weil ich ja eigentlich die Farbe im Vordergrund haben wollte. Und bevor das Bild zu hell ist, habe ich die Haare dunkel gemacht. Genau, da auch noch ein bisschen schattiert. Spannung. Woo. Genau. Wow. Das sieht für mich ein bisschen aus so wie so ein Musikcover aus den 80ern. Ja, genau. Stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen der Retro-Style. Genau. Ich habe mir dann noch überlegt, was mache ich in die Brille rein und habe ich gedacht, ach, ein paar Schnörkeleien passen schon. Und dann habe ich einfach mir so einen Stift gekrallt und habe ein paar Schnörkeleien reingemacht. Genau, die Lippe darf ja auch nicht fehlen. Die habe ich dann actually, ich habe gedacht, die mache ich vielleicht auch bunt, aber dann habe ich sie einfach so ein bisschen so gelassen. Weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich dieses Bunte im Vordergrund halten. Genau, und dann habe ich mit irgendwie probiert ein paar, ja, genau. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich dann, ja genau, da habe ich mit den Outlines ein bisschen noch rumhantiert, habe die blau gemacht, habe geguckt, ob ich irgendwie noch einen Filter drüber haue, aber dann habe ich es dann doch gelassen, habe ein bisschen Schatten hinten im Hintergrund gemacht und dann halt noch was auf die Finger drauf geschrieben, ein bisschen als Tattoo. Da steht wrong. Genau, weil ich jetzt lachen musste, also ich habe dann halt am Ende dann versucht mit vielen Pinseln verschiedene Effekte reinzubringen, wie halt mit dem an den Ecken halt mit den bunten Farben einfach, dass es nur ein bisschen retro, mehr retro wirkt und mit diesen komischen Flecken. Ja, hab dann am Ende einfach ein bisschen rumgespielt, aber ich habe 6 Stunden durchgezogen, auch wenn es kompletter Strucker an dem Tag war. Ja, das gehört auch manchmal dazu einfach. Aber an sich, das Bild ist schon sehr cool geworden. Ich schätze mal, wenn wir uns das jetzt gleich auch nochmal groß angucken, so nach dem Motto, du hast ja auch sehr viel, also gerade wenn ich hier so ranzoome, sieht man auch sehr viel von diesem
Detail-Look, der da sozusagen drüber ist, noch ein bisschen. Mhm. Und gefällt mir eigentlich sehr gut in dem Sinne. Also, sehr coole Arbeit auf jeden Fall. Dankeschön. Anfangs dachte ich bei dem Line-Art auch tatsächlich noch so ein bisschen, als es hier in diesem Look war, hat es mich auch so ein bisschen noch daran erinnert gehabt, wie man ja tatsächlich auch so sozusagen Comics im Dings, wie heißt es, in Zeitungen und so weiter sozusagen gezogen hat von den Line-Arts her. Hat das mich sozusagen auch von dem Stil her daran erinnert. Aber dann sogar, bist du dann an. Ich habe sogar überlegt, ob ich das Bild einmal umwandle in Schwarz-Weiß, wie das dann wirkt, aber ich habe es dann irgendwie vergessen. So. Ja. Wir können es ja im Nachhinein nochmal ausprobieren. So. Nee, aber sehr cool. Richtig cooles Bild. Oh ja. Richtig schöner Vibe. Yes. So, dann sind wir ja auch schon tatsächlich wieder am Ende unserer Sendung gekommen. Oh mein Gott. Ja. Panik. Hat's denn euch Spaß gemacht? Ja. Trotz des ganzen Stressen und den ganzen Problemen und Panik und den technischen Herausforderungen, jada. Ja, alles gut, das war super. Ich hatte trotzdem Spaß. Yay. Ja, dann. Es war auf jeden Fall sehr. Mit Audienz. Yay. Ja. Wie gesagt, sehr coole Bilder, Leute. Ich freue mich riesig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit euch zusammen die ganzen Sachen anzugucken und zu machen. Würde mich auch wieder freuen, euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Und insofern, ja, vielen Dank auf jeden Fall an meine werten Gäste und auch natürlich vielen Dank an unsere Zuschauer fürs Zugucken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Und wenn ihr die Artworks mögt und die Artists, gerne auch mal bei denen auf ihre Socials folgen. Die Links sind ja immer sozusagen hier hinterlassen. Yippie. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Elakazam! Woo!